Deutschland, Deutschland, Deutschland. Was soll ich bloß mit dir machen? Ich mache erstmal ein paar Klicks auf deutsche Doppelmoral. Sein Nacken. Also, versteht mich nicht falsch. Ich liebe Deutschland. Also die Ideale zumindest. Die Ideale von Demokratie, von Meinungsfreiheit. Allgemein auch die Freiheit, wirklich gelebte Freiheit, die wir hier genießen. Diese freie Gesellschaft. Und gleichzeitig stehe ich auch für die alten Werte wie Familie und Respekt vor Älteren. Aber diese Doppelmoral gerade, die will ich mal ansprechen mit Özil, Gündogan und Erdogan. Also Meinungsfreiheit, habe ich so oft das Gefühl, gibt es hier echt nur, wenn man nur der Mainstream-Meinung ist. Dann gilt Meinungsfreiheit. Wenn man eine andere Meinung hat, ist irgendwie vorbei mit Meinungsfreiheit, oder? Also, ich rede jetzt über die beiden Fußballer und das Treffen mit dem türkischen Präsidenten. Ich meine, das sind zwar deutsche Nationalspieler, aber egal ob du deutscher Nationalspieler oder Toilettenmann, Frau oder Astronaut bist, du bist in erster Linie ein Mensch und hast somit das Recht auf eine Meinung. Und wenn du Erdogan gut findest, dann kannst du das ruhig zum Ausdruck bringen. Ich meine, immerhin wurde er von der Mehrheit in der Türkei gewählt. Und wenn die Mehrheit in der Türkei sich ebenfalls traditionelle alte Werte wie Familie, Respekt vor Älteren zusammenhält und bei denen auch den Islam, wobei es in der Türkei auch Meinungsfreiheit gibt, also ich als Russe kann sagen, dass in Antalya auch eine russisch-orthodoxe Kirche von den Russen, die da leben, eröffnet wurde. Und da gab es überhaupt keine Probleme. Also von daher chillt mal alle ein bisschen eure Doppelmoral, weil Meinungsfreiheit ist auch, wenn die anderen eine andere Meinung haben. Also ich empfinde voll viele dieser Demokratieverrückten oder sagen wir mal Kemalisten in der Türkei oder Demokratieverrückten hier, so wie hysterische kleine Kinder, irgendwie, wenn die ihr Lieblingsspielzeug nicht kriegen. Also, wenn die Mehrheit eine andere Meinung hat, kommen die voll nicht drauf klar. Ja, aber eine andere Sache, die ich jetzt wirklich kritisieren will an Özil, ist, dass er die deutsche Nationalhymne nicht singt, weil das empfinde ich wirklich als, das ist respektlos gegenüber Deutschland. Also man hat ihn gefragt, lieber, lieber Özil, warum singst du die Hymne nicht? Und er hat gesagt, ja, ich bete in der Zeit. Also habt ihr euch schon mal gesehen, wie die türkischen Spieler, wie euphorisch, wie energiegeladen sie die Hymne singen. Also wenn Erdogan, wenn er, nicht Erdogan, Özil in der türkischen Nationalmannschaft spielen würde, würde er nicht diese Eier schieben von wegen. Dann würde er nicht so sagen, nö, ich singe die Hymne nicht, ich bete jetzt. Er würde das einfach nicht bringen, wenn er in der türkischen Mannschaft wäre. Also soll er hier auch nicht diese Eier schieben, sondern ganz respektvoll wie die anderen auch die Hymne singen. Fertig aus, Mickey Maus. Tschüss.